Wir können schon heute den neuen Brawler Clancy spielen und was der für Fähigkeiten hat, ist einfach nur absolut unglaublich. Viel Spaß! Creator Code? Jo Jonas. Und damit haben wir zum ersten Mal den neuen Brawler freigeschaltet. Für Clancy gibt es kein Zurück mehr, es sei denn Hank befiehlt es ihm. Er hat sein Leben als Krustentier voll und ganz akzeptiert und lässt seine Mitstreiter nie im Strich. Okay, also er gehört zu Hank einfach mal, auch interessant zu wissen. Oh ja, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf den Brawler. Dann schaut euch das Ding mal an. Junge, allein, lol, da sind so Bonbons auch hinten drin. Sehr interessantes Aussehen schon mal, habe ich gar nicht so gesehen im Brawl Dog eigentlich. Geil. Okay, ich kann nicht der Einzige gewesen sein. Ich habe diesen Brawler tatsächlich nicht wirklich sehr gut verstanden. Er ist wirklich kompliziert. Er hat eben so eine Leiste daneben und kann sich dann upgraden und damit seine Ulti und sein Dings besser. Also wenn wir hier treffen, also seine Ulti und seine normale Attacke wird dann besser. Wenn wir diese Marke daneben ihm aufladen oder dieses Ding daneben ihm aufladen. Das ist sehr, sehr speziell. Das heißt, wir starten jetzt hier mit einem normalen Angriff und dann graden wir uns Stück für Stück ab. Und die große Frage ist vor allem auch, was passiert, wenn wir sterben? Bleibt dann sein Upgrade natürlich auch. Auch das werden wir natürlich testen. Gut, jetzt vielleicht dann eher in der nächsten Runde, weil jetzt hier ein Solo ist schwierig. Jetzt sehen wir es. Haben wir schon das erste Upgrade geschafft? Ich glaube noch nicht ganz. Doch, plus eins. Jetzt haben wir es geschafft. Also wir müssen schon mal Schaden machen. Also diese Marke neben ihm laden wir ähnlich wie die Ult auf. Es gibt theoretisch drei Stages, die wir schaffen können. Und jetzt sehen wir es, haben wir jeweils den doppelten Angriff schon. Okay. Das ist hier schon mal interessant. Auch die Ulti müsste jetzt auch besser sein. Auch die sollten wir jetzt hier schon mal sehen können. Also müssen wir aufpassen. Jetzt bin ich hier reingelaufen. Okay, gut. Das ist natürlich jetzt zum Glück. Ich muss ein bisschen weiter weg. Sekunde. Nee, wenn ich jetzt hier verkacke. Okay, jetzt die Ulti. Geh weg. So, jetzt war die Ulti. Müsste es schon brutal sein. Boah. Okay, wir... Also ist super random. Macht sehr viel Druck, der Schaden. Interessanter Brawler für den ersten Eindruck, muss ich wirklich sagen. Die letzte Stage schaffen wir noch nicht ganz. Dann laufen wir nochmal schneller und haben auch nochmal einen krasseren Angriff. Das schaffe ich es irgendwie. Ansonsten... Ulti. Boah. Also das wirkt alles sehr interessant. Auch seine Ulti haut so richtig krass rein. Aber wir kommen erstmal zu den nächsten Fähigkeiten direkt. Und zwar zum ersten Gadget. Damit laden wir für 5 Sekunden lang die doppelte Anzahl an Marken auf. Marken sind das, was neben ihn upgradet die ganze Zeit. An der Stelle, wenn dir meine Videos gefallen, kannst du mich ganz rechts kostenlos im Shop unterstützen mit meinem Creator-Code. Der heißt JoJonas, ist völlig kostenlos. Könnt ihr alle 7 Tage neu antragen. Und damit ermöglicht ihr auch meinen Content, dass ich das Ganze für euch hauptberuflich machen kann. Vielen Dank. Das heißt, im Grunde genommen müssen wir das drücken, dieses Gadget, wenn wir Schaden machen. Und dann dadurch, zack. Schneller, genau, da sehen wir es, schneller eben unsere nächste Stage erreichen. Jetzt sind wir direkt, nicht ganz Stufe 2. Also es dauert schon ganz schön lange, Stufe 2 zu erreichen. Wir haben gerade einen Kill gemacht und das Gadget eingesetzt. Trotzdem sind wir immer noch Stufe 1. Und mit Stufe 1 sind wir halt nicht wirklich stark. Aber das Gadget ist halt schon mal nice, um sich gerade am Anfang halt schneller zu upgraden. Okay, hier haben wir den Gegner wieder. Ich will halt die Max-Stufe bitte erreichen, das ist wichtig. So, zack, zack, Ulti nochmal. Und wir haben gleich die letzte Stage. Und wir machen halt wirklich 4800 Schaden, by the way, jetzt schon mit den Angriffen, ne? Das wirkt auch ziemlich OP. Und das Gadget macht es halt wirklich viel leichter aufzuladen. So, jetzt können wir einfach hier reingehen, zack. Zack, 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 zack. Wir müssen aufpassen. Das ist die letzte Stage. Wir haben die letzte Stage erreicht. Dann brennt das Ganze auch so ein bisschen, sehen wir. Jetzt würde ich halt gerne wissen, ob wir es behalten. Das müssen wir gleich in Duo-Show dann am besten testen. Das werden wir sterben dann. Wie viel Schaden machen wir auch in der Mitte? Boah. Also auf der letzten Stage ist der Brawler wirklich brutal. Muss man einfach sagen. Wir sind ja auch schneller dazu nochmal. Haben nochmal eine bessere normale Hauptattacke. Ulti haut auch richtig rein. Lol, und Sekunde mal, das Aussehen des Brawlers hat sich hier total geändert. Ich check's jetzt erst, es sieht ja völlig anders aus. Lol, der hat ja jetzt so Kartons in der Hand oder so. Ich musste ganz nah daran schauen, um das zu erkennen. Ich muss da gleich das Aussehen nochmal vergleichen mit jeder Stage. Das ist mir überhaupt nicht aufgefallen bis gerade eben. Okay, jetzt passt aber hier mal auf. Zack, guck mal. 9600 Schaden im Nahkampf. Das System ist auf jeden Fall ein bisschen verwirrend, muss ich wirklich sagen, aber wirkt krass OP. Kennst du auch das Problem? Du hast deine Shocks zu teuer eingekauft und jetzt kannst du dir gar nichts mehr leisten. Lauf auf Shocks und chill meine fetten. Hier könnt ihr einfach die App von Idealo nutzen. Das ist eine Preisvergleichsplattform. Das heißt, bis zu 50.000 Shops sind in dieser App drin und vergleichen eben, wo es den besten Preis zum Beispiel für meine Shocks gibt. Das heißt, wir suchen das Ganze jetzt mal hier und ihr seht, hier könnt ihr eine ganze, ganze Menge Geld sparen. Aber ihr könnt auch alle möglichen anderen Produkte suchen. So zum Beispiel euer neues Handy, Kopfhörer oder alles andere. Besonders interessant finde ich dabei den Preisverlauf. Da könnt ihr genau schauen, wie viel ein Produkt wann gekostet hat. Das heißt, ja, ihr könnt eben genau schauen, jetzt ist der Preis gerade hoch oder eben niedrig. Und es gibt sogar den Preiswecker. Das heißt, ihr könnt eben einstellen, wenn ein Preis ja unter eine bestimmte Höhe fällt, sagen wir wollten ein Produkt nur für unter 100 Euro, dann könnt ihr das einfach einstellen und bekommt dann eben eine Benachrichtigung, was unfassbar praktisch ist. Holt ihr jetzt Idealo als optimale Preisvergleichs-App über den ersten Link in der Beschreibung oder über den QR-Code, der hier eingeblendet ist. Und viel Spaß beim Einkaufen. Und das heißt, wir kommen passend dazu zur ersten Star Power. Und zwar haben wir
Clancy beginnt das Match mit 3 Marken. Oh, das heißt, wir haben direkt am Anfang wahrscheinlich schon einen Teil aufgeladen. Okay, dazu holen wir uns Gears. Ich würde sagen, plus 1 und Damage wahrscheinlich bei ihm. Hat auch relativ viel Leben. Auch unter diesem Video könnt ihr wieder den neuen Bull Minotaurus Skin gewinnen. Das heißt, ihr müsst einfach nur meinen Kanal abonnieren und dafür einen Kommentar schreiben, wohin ich euch den Skin schicken soll. Zum Beispiel Mail oder Instagram und so weiter. Es werden noch viele Update-Videos kommen. Also wie immer, abonnieren lohnt sich auf jeden Fall. Okay, und dieses Mal sind wir tatsächlich auf einer offenen Map in Duo Showdown. Das heißt, wir dürfen auch sterben und können dann schauen, ob er das Upgrade behält. Und wir sehen direkt die Star Power. Das sind 3 Marken praktisch. Also ich schätze mal, dass er dann, wenn man sich das anschaut, das sind 3 Marken. Ist nicht mal die Hälfte zum nächsten Upgrade. Also ich schätze, er braucht wahrscheinlich dann pro Stufe so 10 Marken, um sich zu upgraden. Ziemlich random eigentlich, ne? Also er muss wahrscheinlich, ich denke, jeder Treffer gilt wahrscheinlich als eine Marke. Und da die jetzt hier doppelt gelten mit dem Gadget, brauchen wir halt hier nur 5 Treffer, theoretisch. Ich muss aufpassen, dass ich nicht sterbe, Sekunde. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Ich glaube sowieso, wenn man ein Upgrade hat, geht es dann auch schneller. Weil ich glaube, jeder Treffer gilt ja als eine Marke. Jetzt sehen wir schon in Showdown. Das ist jetzt nicht zu fassen. Das... Komm, ich versuch mal, wir sind jetzt geupgradet, ich würde gerne mal sterben jetzt. Achso, das war der letzte Gegner schon, also das ist jetzt insane. Okay, ich probiere es nochmal, bitte. Ach, Digga. Okay, egal, wir haben die Star Power gesehen, dann finden wir es halt in der nächsten Runde raus. Und dafür kommen wir erstmal zum zweiten Gadget, und zwar taktischer Rückzug. Clancy schnellt in eine Richtung und lädt eine Munition nach. Okay, mit diesem Gadget können wir also nach vorne schnellen und Munition halt auch nachladen. Hat natürlich beides seine Vorteile. Das andere Gadget hat dafür gesorgt, dass wir doppelt so viele Marken jedes Mal aufladen und damit halt schneller auch die nächsten Upgrades erreichen. Also das Gadget hier muss es auch schon gut reinhauen, dass sich das lohnen würde. Und vor allem will ich auch immer noch wissen, wenn wir sterben, behalten wir unsere Upgrades, weil das ist das Entscheidendste. Bei Surge ist das Upgrade ja weg. Wenn er es behalten würde, wäre das absolut OP. Ich meine, müsste ich mal überlegen, es wäre sehr, sehr krass. Wir schießen es hier schön drauf, nutzen mal das Gadget, laden damit nach. Wirkt schon interessant. Das dürfen wir nur nicht sterben, weil unser Mate gerade auch down ist. Gerade wenn man halt auch wegdashen will, dann irgendwie gegen... Oder jetzt hier. Gut, ist ja in den Gegner reinzudashen, finde ich jetzt nicht ganz so schlau. Das Ganze erstmal so. Ulten jetzt mal hier drauf. Und jetzt könnten wir halt theoretisch sterben. Machen hier das Gadget einfach aus Spaß. Okay, ich will es einfach nur wissen, behalten wir? Ja, ich muss es gleich einfach mal so rausfinden. Eine Runde haben wir ja noch. Star Power war auf jeden Fall, finde ich, ganz interessant. Ich finde... Ich weiß gar nicht. Ich finde persönlich sogar trotzdem noch die mit den doppelten Marken fast besser. Ich glaube, es ist wichtig, sich schnell zu upgraden. Okay, und damit kommen wir zu Aufpumpen. Jedes Mal, wenn Clancy einen Gegner besiegt, lädt er seine ganze Munition nach. Das ist krass. Was war die andere Star Power? Da hatten wir ein paar Marken. Ich glaube, das ist doch viel krasser. Das ist viel krasser, safe. Wobei, stopp mal. Für Showdown ist es... Ich meine, so viele Kills macht man zum Beispiel jetzt gerade in Showdown nicht unbedingt, fällt mir gerade ein. Da könnten die 3 Marken natürlich dann auch schon hilfreich sein. Problem ist auch am Anfang, ohne die Upgrades macht er halt auch nicht so viel Schaden, ne? Das merkt man schon so ein bisschen. Da bin ich mal gespannt, wie es im 1 vs. 1 dann auch gegen Lukas später aussehen wird. Wenn ich mir das mal so anschaue, oder? Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich weiß nicht so ganz. Also, wir werden es rausfinden. So, die Frage ist, ob wir den überhaupt killen können. Wobei, das Gadget war nice, jetzt. So, kill. Und dann haben wir direkt volle Munition. Ich weiß nicht, ich finde beide Star Powers gar nicht mal so krass, wenn ich... Oh, Alter, schade, das war nice hier. Ich finde beide Star Powers gar nicht mal so krass, muss ich wirklich sagen. Okay, jetzt eigentlich die Frage, die wir uns ja eigentlich die ganze Zeit gestellt haben, aber nicht hinbekommen haben. Behalten wir die Upgrades, wenn wir sterben? Und das ist die große Frage. Wir werden es einmal testen, wir werden einmal das erste Upgrade machen. Und dann sterben, dann das zweite Upgrade und dann sterben und so weiter. Ob man vielleicht auch einfach nur ein Upgrade verliert, ob man das erste vielleicht behält und so weiter. Wir hätten jetzt das erste und wir testen es einmal, was passiert, wenn wir sterben. Ja, wir sehen uns gleich wieder. So, okay, jetzt die große Frage. Wenn er es behalten sollte, das müsste Silber sein, das Abzeichen neben ihm. Wenn er es behalten sollte, wäre es absolut krass. Er behält es. Okay, ist die Frage. Behält er auch die zweite Stufe vom Upgrade? Oder gilt es vielleicht nur für die erste, weil das wäre natürlich, aber das ist ein Riesenunterschied. Das ist auch wichtig für den Brawler, weil Surge verliert er das Upgrade immer. Das heißt, wenn ihr einmal das Upgrade mit diesem Brawler habt, gerade für 3 vs. 3 ist es natürlich geil, dann behaltet ihr das einfach. Das macht ihn viel stärker nochmal. Das ist die Frage, aber, achso, Sekunde, ich muss ja erstmal nochmal das Upgrade, Sekunde, ich muss erstmal das, so, nein, jetzt. Behält er sogar seine letzte, also die goldene Stufe. Wenn das stimmen würde, dann wäre es schon sehr broken, weil dann könnte man die halt einmal farmen. Und dann dauerhaft damit schießen. Ja, okay, das ist krank. Er spawnt mit, das ist krass. Wenn ihr das einmal habt, dann habt ihr genau das. Guck mal, wie viel Schaden wir auch machen. Okay, wie viel Schaden machen wir? Sekunde. Der wurde 58.000. Der macht 25.000 Schaden. Was? 25.000 macht seine Ult. Klar, muss dazu sagen, ne, das Ganze wird so verteilt, ne. Das sieht man erst, wie krank Schaden der macht. 25.000. Die Ulti ist komplett krank. Klar, sie ist vielleicht sehr krass, aber wenn ihr auch ein Tresorraub seid, 25.000. Unser normaler Angriff, wie viel macht der? Wir testen es ja einmal.
Okay, geht. Aber immerhin auch 6400, ne? Boah. Aber 25.000 mit der Ult. Schau dich das an. Das war ein Bot. Gerade hier nochmal gezeigt. 1, 2, 3. Und weg ist der Bot. Wow. Okay, eine Sache fehlt noch. Risikofan Clancy. Und dann gehen wir hier rein ins 1 vs 1 gegen Lukas. Aber die Ulti macht ja unfassbaren Schaden. Okay, so, hier sehen wir aber dieses Skin, wie er im Spiel aussieht. Der wird normalerweise 29 Gems kosten. Also normalerweise sind die Skins mal selten, die dann passend zum neuen Brawler rauskommen. Ja, ist ganz cool. Ist halt so ein Gelb. Ja, ist nicht mehr ein absoluter Favorite-Skin, muss ich sagen. Aber ich meine, kann man mit halt für den Preis schon mitnehmen. Let's go, damit legen wir los. Neuer Brawler Clancy, 1 vs 1. Erstes Gadget, erstes Star Power und dann später noch zweites Gadget, zweites Star Power und natürlich direkt das 1 vs 1 noch. Auf geht's, okay. 1600 yeah. Schaden. Hält sich dieser Balken jetzt automatisch auf oder nicht? Ich glaube nicht, also bei mir nicht zumindest. Okay, okay. Aber wir haben ja durch die Star Power schon so ein bisschen Aufladung direkt, ne? Also dieses ein Drittel sozusagen. Ja, ja, ja. Aber ach, stimmt, ja. Genau, ich frag mich nur gerade. Das ist so witzig. Ah, moin. Die Main-Attack ist so ein bisschen, also die, zumindest die ganze am Anfang ist auf jeden Fall gefühlt noch schlechter als bei Surge, weil die so langsam auch fliegt, ne? Ja, und auch kaum Schaden macht, ne? Also, ja, ja. Also der muss ja dann wirklich. Hat lol. Die Ulti? Okay, die Ulti war zwar ziemlich nice, oder? Hast du mich auch einmal geupgradet? Was ja. Halt wie Surge, ne? Wenn ich einmal geupgradet bin, bin ich halt gefährlich dann. Ja, yeah. Boah, dann ist das ja viel krasser direkt. Ja, die Ulti ist ganz... Ja, ich hab den Kill gemacht, aber... Aha. Wenn man die Ulti drückt, der Alter, der schießt dann so auf Krampf. Geisteskrank viel auf einmal. Oh, nein, der Chester! Nein. Der Chester im Busch hinten. Okay. Let's go. Okay, damit habe ich nochmal zweites Gadget und zweites Star Power. Also was mache ich? Munition nachladen oder in eine Richtung schnellen, ne? Stand da. Ah, lol. Das ist zack. Ah, ich merk's. Ja, ist eh nicht schlecht. Ey, aber ohne die Upgrades bin ich ja so ungefährlich. Das ist ja echt insane. Ja. Also der ist am Anfang wirklich schlecht. Ja, aber die Ulti ist ehrlich krank. Die ist so heftig stark. Ja, ja, die ist wirklich stark. Oh, wenn ich treffen würde, Mann. Nein. Ich muss sagen, im Brawl-Talk war der Brawler richtig schwer zu verstehen. Aber ich finde, so beim Spielen checkt man den ziemlich schnell. Ich hab's noch nicht ganz gecheckt. Mit jedem Hit lade ich einfach da die Marken auf, oder wie? Ja, ja, ja. Also mit jedem Treffer, oder wie? Ja, genau. Ah, okay, okay. Interessant. Das ist echt... Also die Frage ist halt, ob man es auch behält, wenn man stirbt, ne? Das weiß ich jetzt halt auch noch nicht. Digga, du hast... Das ist nicht dein Ernst, Mann. So. Ich will jetzt mal die maximale Stufe nochmal sehen. Du hast 8 Cubes. Ich würde auch gerne die maximale Stufe sehen. Ich muss die erste Stufe, Mann. Das ist insane. Oh, lol, okay. Dann lock ich mal zurück. Ja. Ah, ist halt schwierig jetzt. Als der Frank vielleicht nochmal 3 Cubes. Mhm. Ja, ich bin geupgradet, plus eine Marke, ja. Ah, und jetzt bin ich auch... Ja, ist schon krass, okay, ich check's. Die Ulti nochmal. Die rastet schon gut aus, die Ulti, ne? Ja, den Frank, den gönn ich mir mal jetzt. Zack. Ah, guck mal, jetzt habe ich die Main Attack. Lol. Krank. Und damit kommen wir zum direkten Clancy 1 vs. 1. Auf geht's, Leute. Ja, Mann. Puh, okay. Bin gespannt, Jonas. Doppelte Marken für 5 Sekunden könnte ich aktivieren. Hm. Was machst du denn da? Ja. Oh, okay, ja. Ist schon mal wichtiger Hit hier. Oh, eigentlich, weiß nicht. Mal das Gadget, also ich mache mit doppelten Marken. Oh, nice! Das war sehr heftig. Gut. Jetzt habe ich direkt das Upgrade. Jetzt habe ich gleich die doppelten Schüsse jedes Mal, ne? Ja, okay. Das ist echt, das ist sehr, sehr ungewöhnlicher Brawler, wirklich. Oh, nice. Spray ich voll rein. Ja, oh. Das ist crazy. Also so, wenn man einmal diese Ult hat, ne? Ja. Oh, und ich sehe gerade, man behält die, ne? Ich bin jetzt auf der 2. Oh, was? Oder? Oh mein Gott, was? Ja, okay, das ist dann, das ist doch bei Surge nicht so, ne? Mhm. Hm. Oh, Volltreffer, Junge. Ah, du hast auch gut getroffen, ne? Ich habe noch nichts das Upgrade bekommen. Ich fasse es nicht. Bin eigentlich fast da. Was lost jetzt? Komm. Ja. Bin ich schneller? Oh! Mann, ich bin. Let's oh mein go. Gott. Okay, jetzt wird's nochmal spannend, Jonas. Ja, in drei Richtungen geht der Schuss jetzt hier, ne? Boah, das ist echt krass. LOL! Ey, okay, jetzt hast du mich wahrscheinlich, oder? Ja. Yes!
Alter. Ich sag dir, dieser Überraschungseffekt mit der Ulti, das ist unreal. Ja, das ist ja, richtig ja. Krank. Wem wenn ihr mich kostenlos supporten wollt, dann gerne Creator Code Jojonas ganz rechts im Shop. Gerne auch alle 7 Tage neu antragen. Und bis dahin, haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst gerne ein Abo da für mehr. Bis zum nächsten Video. Ciao.